Zu unserem Panel begrüße ich jetzt Hans-Christian Schwing. Bitte ich aufs Podium. Genau, ein Applaus vielleicht daneben. Und dann Professor Dr. Joachim Weimann, bitte. Auch ein Applaus. So, bitteschön, ja. Ich möchte dann die beiden anderen Panelisten noch mal kurz vorstellen. Hans-Christian Schwing ist Leiter der Markenstrategie und Marketingkommunikation bei der Deutschen Telekom. Man könnte auch sagen, der Brand Manager, auch wenn er das nicht gerne hört. Herr Schwing kommt von der Werbeagentur Springer und Jacobi und hat bereits die Audi-Marke gemanagt. Professor Dr. Joachim Weimann lehrt Wirtschaftspolitik an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Herr Weimann hat in Bielefeld und Dortmund Volkswirtschaftslehre studiert und sich intensiv mit eingeschränkt rationalem Verhalten und experimenteller Wirtschaftsforschung befasst. Ein Zitat von ihm möchte ich mit auf den Weg geben. Er hat gesagt, verzichtet man auf die verhaltensökonomischen Werkzeuge, zeichnet man ein verzerrtes Bild davon, was die ökonomische Profession an Erkenntnis beizusteuern hat. Meine Herren, ich möchte beginnen mit einer Frage an den Praktiker, an Herrn Schwing. Das, was David Halpern gerade beschrieben hat, mit Ihrem Background aus der Marketingbranche, kommt Ihnen das nicht sehr bekannt vor? Und ist es nicht doch so, wie einer der Kritiker der Verhaltensökonomie, Gerd Garenzer, gesagt hat, es handelt sich bei Verhaltensökonomen um Gutmenschen mit Werbetricks? Also für mich ist es immer noch neu, obwohl ich mich auch schon ein paar Jahre damit beschäftige. Also spätestens seit das von dem Daniel Halpern auch erwähnte Buch von Daniel Kahneman rausgekommen ist, also über Thinking Fast and Thinking Slow, ich glaube 2010 war das. Er hat ja auch einen Nobelpreis für seine ganze Theorie bekommen, das war glaube ich 2002. Also spätestens seitdem bin ich völlig flashed von dem Gedanken, ja. Und versuche auch entsprechend ins Unternehmen hinein entsprechend so ein bisschen zu missionieren. Und alle, die sagen, dass das quasi alter Wein in neuen Schläuchen wäre, den werfe ich halt nur zu, dass wir über 2400 Jahre zuvor, ja, also irgendeinem Paradigm von Platon auferlegen sind, wonach es also eine Trennung zwischen Emotion und Ration gäbe und wonach also die wirklich vermeintlich guten Entscheidungen rein auf der Basis von Rationalität getroffen werden würden. Also ich glaube, spätestens seit Kahneman ist das ein bisschen revidiert worden. Und ich habe mich vorgestern war es, selbst wieder dabei ertappt, wie irrational ich unterwegs bin, wenn ich an einer Tankstelle auf der Autobahn, ich fuhr von Hamburg nach Bonn, tatsächlich für 3,49 Euro mir 0,25 Liter Red Bull reinziehe, weil ich daran glaube, dass mich das wach hält. Ich hätte mir auch für 99 Cent die größere Dose 0,33 Liter Cola nehmen können, habe ich aber nicht. Also es wirkt auch bei mir, selbst ich bin quasi ein Opfer dieser Theorie, aber ich liebe es. Also es ist mehr als Werbung, was wir hier besprechen. Das ist mehr als Werbung und ich glaube, wir stehen auch erst am Anfang dieser Entwicklung und es wird bestimmt auch noch zwei Generationen dauern, bis vor allem in Unternehmen es verstanden wurde, dass es nicht mehr nur schwarz-weiß oder linke und rechte Gehirnhälfte gibt, sondern dass es letztendlich eine Abwägung von, sagen wir mal, Schmerz, ja, oder Belohnung ist, anstelle von Emotion und Ratio, was sich bei uns im Kopf abspielt. Und das entsprechend in das Marketing zu überführen, das ist eine Herausforderung. Ja. Herr Weimann, David Halpern hat es angesprochen, in Deutschland hat der Zug noch nicht so richtig sich in Bewegung gesetzt. Also wir brauchen offenbar nicht nur einen kleinen Stupser, sondern einen Schubser, um das Nudging hier bei uns auch salonfähig zu machen. Woran liegt das? Das ist eine Frage, die Sie eigentlich eher einem Politiker stellen müsste, denn der wäre ja letztendlich dafür verantwortlich, das, was wir an neuen Erkenntnissen mittlerweile angesammelt haben, das ist ja nichts, was jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist, sondern jetzt mittlerweile über 30 Jahre Forschung entstanden ist, der wäre dafür verantwortlich, das nutzbar zu machen für Politik, tut es aber nicht. Frau Merkel hat ja so etwas wie eine Nudging Unit gegründet, sie hat ja unter viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mehrere Stellen für Verhaltensökonomen ausgeschrieben. Die sitzen jetzt irgendwo tief versteckt im Kanzleramt und trauen sich nicht, irgendetwas zu sagen, weil sie politisch dann sofort überfallen werden. Nicht? Das ist die Schlagzeilen, die sie eben vorgeführt haben, die könnten sie dann auch hier in Deutschland lesen und das will niemand.
mit Nudging wird eben doch sehr stark ein paternalistischer Eingriff verstanden oder verbunden, der so von hinten rumkommt, ja, so heimtückisch. Mhm. Wir merken das gar nicht, wie wir manipuliert werden. Das ist genau wie die Werbung, dann merken wir das auch nicht. Ja. Wir wollen ja eigentlich gar nicht das Auto fahren, aber die Werbung bringt uns dazu, dass wir es dann doch fahren. Und genau das unterstellt man dann der Politik und damit ist es nicht hoffähig. Aber Sie haben ja auch ganz eigene Erfahrungen gemacht mit der Deutschlandrente, ein Konzept, an dem Sie mitgearbeitet haben. Erzählen Sie mal, warum oder auf welche Widerstände stoßen Sie da? Naja, die Widerstände da sind natürlich ganz massiv. Worum geht es? Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, worum geht es bei der Deutschlandrente? Also ganz kurz gesagt haben wir in Deutschland das Problem, dass wir bei der Rentenversorgung ein demografisches Problem haben und die Politik hat sich dem angenommen, insbesondere durch die Einführung der Riester-Rente, also einer kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge. Nur diese Säule der Rentenversicherung funktioniert nicht so richtig. Es gibt viel zu wenig Riester-Verträge, nur 40% der Beschäftigten haben so einen Vertrag. Das heißt, wenn das so bleibt, dann werden wir in Zukunft, dann, wenn die Demografie so richtig zuschlägt, der demografische Wandel ein Riesenproblem bekommen, Altersarmut und so weiter. Und wir haben einen Vorschlag, Andreas Knabe aus Magdeburg und ich, einen Vorschlag gemacht, der wirklich nicht großartig neu ist. Wir haben einfach das, was es schon gibt auf dem Markt, angewendet auf deutsche Verhältnisse und schlagen eben vor, dass man vom Opt-in zum Opt-out aus übergeht und einen staatlichen Rentenfonds schafft, der ein Standardangebot ist, aus dem man dann aber wieder aussteigen kann. Das nur ganz kurz zur Einordnung. Naja, der Widerstand, der da natürlich kommt, ist zum einen von der Politik, die ganz eigene Interessen hat. Denken Sie an das Rentenkonzept von Frau Nahles, die möchte gerne auch so etwas Ähnliches machen, aber das soll eine Institution sein, wo die Gewerkschaften und die Arbeitgeber zusammenwirken und dann die Rentenversorgung machen. Die haben natürlich mit so einem Vorschlag nicht viel am Hut. Und dann kommt ganz massiver Widerstand natürlich von der Versicherungswirtschaft, die das überhaupt nicht mögen. Und was für mich dabei an der ganzen Diskussion sehr faszinierend ist, ist, dass es gerade in dieser Rentenproblematik ein ganz interessantes Nebeneinander von Rationalität, hoher Rationalität und eingeschränkter Rationalität gibt. Wir nehmen das versuchen zu erklären. Ein Teil der eingeschränkten Rationalität sehen Sie daran, wenn Sie heute sich einen Riester-Vertrag angucken, kann jeder machen, mal zu seiner Bank gehen und sich welche vorlegen lassen und herausfinden will, was kostet das eigentlich? Dann steht da häufig, die Kosten für diesen Riester-Vertrag werden Ihnen als prozentualer Anteil von Ihren Beiträgen abgezogen. Es steht aber nicht drin, wie hoch die Prozentsätze sind, die da abgezogen werden. Das heißt, der Preis ist überhaupt nicht bekannt. Das ist so, als wenn Sie ein Auto kaufen und der Verkäufer sagt Ihnen, ja gut, was das kostet, das erfahren Sie dann, wenn Sie ihn abholen. Ja, aber Sie müssen es dann schon bezahlen. Dann Sie haben, oder wir machen das mal auf Konto oder so. Ja. Das Erstaunliche ist, dass solche Verträge aber trotzdem unterschrieben werden. Und zwar immerhin 40% der Beschäftigten haben solche Verträge irgendwann einmal unterschrieben. Das ist nicht sehr vernünftig, denn wenn man es genau nachliest, stellt man fest, dass die ganze staatliche Förderung, die bleibt bei der Versicherungsgesellschaft bzw. der Bank und landet eben nicht dort, wo sie eigentlich hin will. Das Rationale daran ist, dass die Versicherungswirtschaft es geschafft hat, dieses Riester-Konzept für sich zu vereinnahmen. Die haben extrem rational darauf reagiert, indem sie genau solche Verträge konstruiert haben, die die Kosten völlig verschleiern, bei denen niemand weiß, was eigentlich wer bekommt. Und am Ende landet es dann komischerweise doch bei der Versicherungsgesellschaft. Und sie hat das geschafft durch einen nicht unerheblichen Aufwand an Kollusion, den sie betrieben hat. Und das ist eine hochrationale Angelegenheit. Also das Konzept des Homo economicus schlägt da voll durch. Das ist genau das, was wir brauchen, um das genau zu beschreiben. Gleichzeitig hat man aber noch eine dritte Form, nämlich die Form von Nichtrationalität, die darin besteht, und das kann man ablesen bei dem, was in anderen Ländern geschieht, dass Menschen auch dann, wenn sie wüssten, was es kostet und wenn sie wüssten, es ist eigentlich vom Vorteil für mich, so einen Vertrag abzuschließen, ihn dennoch nicht abschließen. Also wenn wir Transparenz hätten, hätten wir wahrscheinlich auch nicht viel mehr als 40-50%. Das ist die zweite Form von nicht rationalem Verhalten. Ja, und wenn wir das demografische Problem lösen wollen oder das Rentenproblem, das die demografische Entwicklung mit sich bringt, dann müssen wir alle diese Formen von eingeschränkter Rationalität und Rationalität verarbeiten, müssen sie in Modelle umsetzen und dann eine Lösung herausfinden. David, Sie haben es gerade gehört, es geht bei der Verhaltensökonomie und bei dem Nudging immer auch um die Frage des Paternalismus, Nanny State. Wir haben jetzt nicht nur das Big Brother Problem, sondern wir haben durch die Technologie auch noch das Big Data Problem oder die Big Data Chance. Darüber haben wir bislang noch relativ wenig gesprochen, aber wenn ich mir vorstelle, was möglich sein könnte, wenn wir zusätzliche Daten auswerten im Bereich des Nudging. Wo sehen Sie da
Grenzen oder auch Möglichkeiten? Vielleicht sprechen wir mal darüber. Yes, indeed. The data obviously makes this much more possible to particularly run experiments. And there are some, not least in the private sector, one of the reasons why governments are pulled into this is because, precisely because companies are doing this. So famously, Google, you know, Amazon, they are perpetually running literally tens of thousands of experiments on us all the time. So-called A-B formatting, when you go to a page, you're actually seeing several versions of it. There's at least two questions that arise. One is, well, how should regulators respond? So governments can't stay on the sidelines because we have to, in fact, figure out what are the appropriate limits of that. There's also a question to what extent should governments use these approaches ourselves. So there are often very severe limits, certainly for British government, many other governments, about how much we can use the data. You might think that's appropriate. But it does at least give you a glimpse into it. So I showed you some very simple example from tax. Now, I'll just tell you there was an exception. So I showed you that, you know, most people were very influenced by this message. It turned out that 5% were not, and they went the other way. 5% of people were who were told most people pay their tax on time and you're one of the few who have yet to do so, were even less likely to pay their tax. It turned out they were an important 5% because they were the 5% who owed the most tax. So people, particularly the top 1% who owed more than 50,000 euros, were less likely to pay it if they received that message. Now, we wouldn't have seen that except that we could track the data more carefully. So then the challenge was on, we'd be familiar in a commercial world, well, what message should we say to people who've got big tax debts? Actually, it turns out it's a nice one. When you tell people in that bracket that it's really important you pay your taxes because if you don't, we're unable to pay for schools and hospitals. That message doesn't work on 95% of the population, but on that top 5%, it's extraordinarily effective. And if you compare the two, it was literally a doubling in the payment rates. So why is this incredibly interesting is on the one hand, it illustrates the extraordinary power of being able to segment and tailor messages, which you'll see in a commercial world. You have to decide how you feel about that. But also, well, what should be the limits? So what's one of the reasons why we say it's very important that governments be quite open about the use of these approaches? And to some extent, you need stronger mechanisms where the public give government permission to make those changes rather than just do them in an internal sort of secret way. Wenn wir bei dem konkreten Beispiel, nehmen wir die Gesundheitsarmbänder, also Health Risk. Ist das sozusagen in der Grauzone zwischen Nudging und Privacy, also dem ganzen Thema der Privatsphäre. Wir haben einerseits, jemand trägt es, fühlt sich möglicherweise eher verpflichtet, gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch die ganze Verbindung zu Versicherungsfragen, wo Daten entstehen, ausgewertet werden können und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dazu aktuelle Forschungen gibt, aber ich finde, es ist ein sehr anschauliches Beispiel, wo diese beiden Welten sehr stark aneinander grenzen. David, vielleicht nochmal dazu. Yeah, on health data, I mean, there's a good one. Again, in the UK, let me speak to that. We know that there are many areas. Forget behavioral economics, where better access to the data could answer, forget Fitbits, even existing data, could answer all kinds of questions, really important questions, very fast. So in the UK, and I should think in Germany, there are three major statins which are given to people if you've got heart problems, given to literally millions of people. Now, we know statins do help. They reduce your probability of dying subsequently. But we have no idea which of the three statins are more effective. Well, that answer is lying in the data, but we literally can't get it. And at the moment, it's very hard to use that data for that kind of reason. So this is, again, one of the questions that you have to handle. I mean, I'll just give one example on the pensions one, which I think has some resonance for social care in Germany. It was a controversial thing to change that, but it was associated with a very detailed consultation where when the public was shown the evidence in small samples and groups, they were like, well, wouldn't it be better then, like such a big effect, make it easier for us, set the default the other way. And it's incredibly popular, similarly in the US. Even amongst those 1 in 10 people who opt out, 75% of those still say it was right to set the default the other way. But the key is, you have to see there was no neutral option. The default had to be set one way or the other. What's the right way of doing it? So data simply takes that to a whole nother level about what could be done, but also the dangers as well as the opportunities. Ja. Herr Weimann, Ernst Fehr, einer der Vorreiter in der Verhaltensökonomie, der lehrt in Zürich, der nutzt nicht nur Gehirnscanner, der ist sehr tief auch in der Gehirnforschung involviert. Ihn gefragt, was er oder wo er die Grenze sieht für seinen Forschungsbereich, sprach er davon, dass es am Ende darum gehen sollte,
the production of people and personalities. Das heißt also, in die Präferenzen der Menschen wirklich direkt einzugreifen. Da sind wir dann sehr nah sozusagen an den Möglichkeiten der Beeinflussung, auch im frühkindlichen Alter, anderes Verhalten zu trainieren. Wie sehen Sie dort Einflussmöglichkeiten und Wirksamkeit? Also ich würde da nicht mitgehen, was Ernst Werder sagt. Er ist in vielen Dingen sehr, wie soll ich sagen, sehr weitgehende Ansichten in vielen Dingen, die ich nicht unbedingt teile. Ich würde gern was dazu sagen, wo ich den Vorteil der Verhaltensökonomik sehe. Also ich würde gern zunächst einmal darauf hinweisen, dass alles das, was David Hartmann gesagt hat und was er als neu hier vorgestellt hat, nichts mit der Finanzkrise zu tun hatte. Ja, wenn man die Diskussion heute Vormittag, vor dem Mittagessen gehört hat, dann bekam man den Eindruck, dass das neue Denken eigentlich alles nur aus dieser Finanzkrise kommt und nur aus der Makroökonomie kommt. Ich finde das falschen Zungenschlag. Frau Schnabel hat es ja auch wirklich wunderbar demonstriert. Das, was wir jetzt wissen und was wir an Innovationen erzeugt haben, das ist nicht auf neuem Wissen entstanden. Neu sind die Daten, neu sind nicht mal die Methoden, die kannten wir auch schon. Mikroökonometrie ist längst bekannt, da gab es schon Nobelpreise für und so weiter. Also was neu ist, ist eigentlich die hohe Aufmerksamkeit, die diese Forschung jetzt bekommt, die sie auch verdient aufgrund der Problematik. Das war vorher nicht so. Und die öffentliche Awareness, ja, das ist neu, aber letztendlich in der Ökonomik hat sich nicht so viel Neues auf dem Gebiet getan. Jedenfalls so schätze ich das ein. Ich glaube, dass die wirkliche Innovation tatsächlich aus der Verhaltensökonomik kommt. Und ich will das mal versuchen, an einem Punkt so ein bisschen zu verdeutlichen. Als ich Assistent war und Mikroökonomie gelernt habe und Spieltheorie und all solche Dinge, da kursierte immer so ein Running Gag, nämlich, dass man mal einen bedeutenden amerikanischen Mikroökonomen vorgehalten hat: Hören Sie, die Welt funktioniert doch, die Realität funktioniert doch gar nicht so, wie Ihre Modelle das beschreiben. Und seine Antwort: ja, umso schlimmer für die Realität. Und das war ein Witz, aber im Grunde genommen haben die Ökonomen genau das gedacht. Ja, sie haben gedacht, wir wissen, wie es eigentlich sein müsste und unsere Aufgabe ist es, zu beschreiben, wie es denn sein müsste. Wir bräuchten eigentlich perfekte Märkte und all so etwas. Und wir sind heute, das haben wir eben dem Einfluss auch der Psychologie zu verdanken, der zum Glück wieder an Bedeutung gewonnen hat in den Wirtschaftswissenschaften. Darauf haben wir heute eine etwas andere Antwort. Wir versuchen heute zu verstehen, warum wir eben, wenn wir in die Realität gucken, nicht das finden, was wir in unseren normativen Modellen beschreiben. Und wir versuchen, das, was wir da in der Realität beobachten, zu verstehen und modellhaft abzubilden. Das ist das, was Verhaltensökonomik im positiven Sinne macht. Das hat erst einmal nichts mit Manipulation zu tun, schon gar nicht mit so einer Manipulation, wie sie Ernst Werder vorzuschweben scheint. Ganz im Gegenteil. Das hat erst einmal was mit Verstehen zu tun. Erstmal damit etwas zu tun, dass wir lernen wollen, was steuert denn eigentlich das Verhalten in der Weise, wie wir es beobachten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon eine Weile dabei in dieser Wissenschaft. Ich bin begeistert von meiner Disziplin, wie offen sie sich gezeigt hat. Es wurde schon angesprochen von Yusuf, dass wenn Sie in die Top-Journals gucken, was Sie da heute an einer Bandbreite erleben, an Methoden, die angewendet wird, eine Offenheit für andere Disziplinen, Psychologie, Soziologie, das ist fantastisch. Und ich kenne keine andere sozialwissenschaftliche Disziplin, die auch nur annähernd diese Methodenvielfalt für sich reklamieren kann, wie Ökonomen das tun können. Ich bin wirklich stolz auf meine Disziplin und wir sind da auf einem guten Wege. Das ist das eigentlich Innovative. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, lässt sich das, was Kahneman als System 2 definiert hat, also diese sehr rationale, aber sehr träge Reaktion auf die Entscheidungen, die wir täglich treffen müssen, lässt sich das nicht doch auch antrainieren? Würden wir sozusagen damit dem Problem aus dem Wege gehen, dass der Staat als großer Fürsorger im späteren Leben uns dauernd anstupsen muss, wenn wir von vornherein dafür sorgen, dass wir unser Ratio früher und besser trainieren? Also da habe ich wenig Hoffnung. Das ist jedenfalls nicht das, was ich aus der Literatur herauslese. Ich würde lieber einen anderen Weg gehen als für die Wissenschaft, den ich sehr gut beschrieben gefunden hat durch ein Zitat von Reinhard Selten. Reinhard Selten hat einmal auf einer Tagung des Vereins Sozialpolitik einen Vortrag gehalten und der damalige Vorsitzende des Vereins, Hans-Werner Sinn, allen sicherlich hier bekannt, hat ihm dann nach dem Vortrag eine Frage gestellt. Und zwar hat er ihn gefragt: Sind Sie nicht eigentlich ein bisschen schizophren?
Auf der einen Seite bekommen sie den Nobelpreis dafür, dass sie ein spieltheoretisches Konzept entwickeln, das Hyperrationalität unterstellt, das Konzept der teilspielperfekten Gleichgewichte. Auf der anderen Seite forschen sie ihr ganzes Leben danach, wie man nicht rationales Verhalten beschreiben kann und unterstellen den Menschen, dass sie eigentlich nicht rational sind. Das ist doch schizophren. Und Reinhard Selten hat gesagt, nein, ich bin nicht schizophren, ich bin methodischer Dualist. Das fand ich eine geniale Antwort und ich muss sagen, er hat sie dann auch wunderbar begründet. Er hat gesagt, selbstverständlich streben wir alle danach, rational zu sein. Rationalität bedeutet ja Fehlerfreiheit, dass wir genau das tun, was wir tun wollen, dass wir unseren Zielen tatsächlich folgen und genau das tun, was konsistent ist in Bezug auf das, was wir vorhaben. Das wollen wir alle. Das wird niemand hier leugnen, dass er das für sich selbst auch beansprucht. Deswegen, so sagt Reinhard Selten, macht es Sinn, Benchmark-Modelle zu haben, die genau diese rationale Lösung beschreiben. Aber, sagt er, auf der anderen Seite wissen wir auch alle, dass wir dabei scheitern, wenn wir versuchen, permanent hyperrational zu sein. Und deswegen macht es auch Sinn, Modelle darüber zu haben oder dafür zu haben, die beschreiben, was denn tatsächlich passiert, wenn wir versuchen, rational zu sein und dabei scheitern. Mhm. Ich fand das eine wunderbare Beschreibung dessen, was Ökonomen tun sollten. Und ich versuche mich daran zu halten. Mhm. Vielleicht kann ich noch kurz was sagen. Ein bisschen tue ich mich ja schwer mit dem Begriff irrational. Unreflektiert, ja, oder unreflektiert würde mir besser gefallen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass ein Großteil der Entscheidungen, die er trifft, selbst wenn er einfach über die Straße gehen muss, da finden Gott weiß wie viele mathematische Gleichungen wahrscheinlich gerade parallel im Kopf ab, er käme nicht über die Straße, wenn er nicht irgendwie einen Automatismus hätte, der ihn dazu befähigen würde. Das ist auch okay. Irrational klingt so dumm, so manipuliert und am Ende stellst du dann plötzlich heraus in einer ruhigen Minute, dass man dich über den Tisch gezogen hat. Also wenn das nämlich die Interpretation auch der Verhaltensökonomie wäre, dann müsste ich jetzt mit mir selber eigentlich in einen ethischen Diskurs gehen und mich fragen, ob ich in dem, was ich tue, Menschen manipuliere. Damit hätte ich ein Problem. Ja. Bleiben wir nochmal bei Ihnen, Herr Schwing, und bei dem Thema der praktischen Anwendung. Große Unternehmen, ich nehme mal das Beispiel Deutsche Bank, die schon vor längerem einen Kulturwandel angekündigt haben. Nun haben wir aus der Literatur und auch aus dem, was David Halpern beschrieben hat, gesehen, dass man mit sozialen Normen, auch mit Gruppenverhalten durchaus Änderungen erreichen kann. Wie setzen Sie, Sie haben andere Probleme als die Deutsche Bank im Moment, vermutlich die Telekom, aber wie setzen Sie im Prinzip das, was wir gehört haben, das, was wir an Erkenntnissen haben, im unternehmerischen Alltag ein und an welcher Stelle? Verschiedentlich. Das Ganze fing im Grunde genommen vor 8 Jahren an, als wir 2 Dinge gemacht haben. Wir haben einmal die Architektur, die Markenarchitektur bei der Telekom geändert. Sie erinnern sich, da gab es so eine Markenkakophonie, wonach man versuchte, alles zu TI-sieren. Ja? Also T-ISDN, T-DSL, T-Online, T-Dies, T-Jenes. Da war der Kunde im Kopf aber schon viel weiter. Der sagte sich, wenn da überall T draufsteht, ist dann nicht Telekom da drin. Ja, das hatten wir uns dann auch gefragt und stellten fest, richtig. Also plötzlich fingen wir an, in Dachmarke zu denken und nicht in Subproduktkategorien. Insofern gibt es spätestens seit dem Jahr 2010 nur noch die Telekom. Das andere war, die Marke mit einem Inhalt zu versehen, mit einem relevanten Inhalt. Also wegzugehen von dem Verständnis, dass die Menschen nach Anschlüssen und Tarifen lechzen, denn das tun sie nicht, die sind nur Mittel zum Zweck. Sie sind auch, aber da haben wir quasi so einen herrlichen Dauerdisput mit den Technikern. Selbst das Netz, das gut funktionieren muss, das bitteschön auch bestenfalls das Beste ist im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, ist trotzdem ein Hygienefaktor, denn auch das Netz ist nur Mittel zum Zweck. Da muss es etwas anderes geben, ja? Weswegen Menschen heutzutage schon ausflippen, wenn sie mal 3 Stunden ohne Internet sind. Also da nimmst du ihnen quasi schon fast eine Art der Existenzgrundlage, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, miteinander sich auszutauschen, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen, Expertise und so weiter und so weiter. Das heißt, da gibt es tatsächlich etwas Höheres, ohne gleich ins Weltverbesserungstum abzudriften. Und das haben wir versucht, auch durch einen entsprechenden Claim. Viele Claims sind heute unsinnig, aber wenn sie da so die Textur eines Gedankens, eines Insights prägen, dann ist er tatsächlich nützlich, in Form von Erleben, was verbindet, zu prägen. Und diese 2 Bausteine, die waren es eigentlich. Und als wir dann feststellten, dass alle Mitarbeiter da auch mitgegangen sind, weil sie es verstanden haben, kam es auch nicht mehr vor, dass man versucht hat, das zu torpedieren. Also wenn Sie beispielsweise sogenannte internal Rebranding-Maßnahmen, ja, also interne, zusammen mit den Kollegen aufgesetzt haben, dann ging das auch wirklich ziemlich durch wie geschnitten Brot.
Es dauerte ungefähr 2-3 Jahre, dann waren wir soweit. Also ich würde auch meinen, dass heute bei 230.000 Mitarbeitern fast keiner mehr auf die Idee käme zu sagen, oder einem den Mittelfinger zu zeigen, zu sagen, weißt du was, dieser ganze esoterische Quatsch, kann ich nichts mit anfangen. Ich glaube, wir haben mittlerweile diesen Turnaround hinbekommen. Und bei der letzten Mitarbeiterbefragung, die geht immerhin an 230.000 Mitarbeiter, da gibt es eben auch die Frage, bist du stolz auf deine Marke? So, und die wurde mit 79% beantwortet. Und das finde ich bei 230.000 Menschen, die an verschiedensten Stellen in der Welt, in verschiedensten Einheiten arbeiten, schon mal nicht so schlecht. Hm. David, ich würde ganz gerne nochmal auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen und sie in Zusammenhang bringen mit dem, was Sie vorgetragen haben. Wir leben in einer Zeit, wo wirtschaftliche Ängste eine große Rolle spielen, wo wir über Unsicherheit reden, auch über Risikoscheu. Das sind alles Faktoren, die sich schwer in die herrschende, eher neoklassische Lehre involvieren oder einbringen lassen. Kann die Verhaltensökonomie helfen, diese Faktoren besser zu steuern, sage ich mal? Das ist ein sehr hoher Anspruch, aber überhaupt also ein gewisses Gegengewicht schaffen in diesen Fragen, ja. Yes, I hope so. And in fact, you've already helped in this room today. So, for those of you who don't know, you've done an experiment you took part in earlier. And I just want to give you the results, and then I'll come back to your question. Okay. Because it illustrates this fundamental question about often in economics, we have people like Robert Shiller and so on who've talked about animal spirits, as did Keynes, and how important this is, this sentiment, volatility, in terms of driving the economy. Well, one thing we can at least do is try and unpack, well, what is it that's in the black box of our decision-making in the part of businesses and everyone else, to at least understand it, both for ourselves, but also as policymakers. So you took part in the most basic, simple thing. And remember, you're a very expert audience, and it was actually a very focused question. You were all asked two questions, for those of you who answered them, remind you. You were asked a question, but you were asked different questions on two sides of the room. So you asked about the growth rate. And you were asked, of course, about the growth rate for Germany in the coming year, which is quite a well-known and well-discussed issue. So it's something which you should be quite confident. But you were also asked one other question before it. So half of you were asked, what do you think the growth rate will be for China? And the other half were asked, what do you think the growth rate will be for the Eurozone? Right? Sound true for those of you who did it? So the question is, did it influence you? Well, it turns out it does. So for those of you, by the way, your estimates, if you'd like to hear your answers, I should have put this in a gold envelope and opened it. So for China, the estimate for growth was 5.17%, right? But for the Eurozone was just under 1%, as 0.96%, your average. But how did it affect your estimate for German growth? So when you'd been asked about China, first of all, your growth rate estimates was 1.49. When you've been asked about the euro growth rate, your estimate for German was 1.39. This is just on a narrow estimate for the next year, let alone for 5 years' time. So what is this? This is a very robust, simple effect. It's called an anchoring effect. If we introduce a number before, it is extremely hard not to have your subsequent estimate pull towards that number, even if it was entirely arbitrary. And in this case, you generated it for yourself. This is a very, very simple form of influence, let alone before you get into the complexities of other kinds of sentiment. So what it at least does, and we are thinking about it, I know I didn't talk about it a lot in the talk, is, well, if that's true, well, what could you do to help people, for example, and businesses make more accurate estimates? Because it's not some academic matter. This affects your behavior. If you are a business and you think the growth rate will be the following, this affects whether you take on extra employees and whether you invest in new physical plant and so on, is dependent on what you think the economy will do, which is a very imperfect process. So, for example, in the tax system, can we improve the information which flows to firms about what other firms are doing, their actual numbers about how many were employed in your region or your sector, for example, to try and reduce some of that volatility, so at least estimates based on more accurate sort of information as opposed to sentiment. So that, I think, is a glimpse into a world where we try and use these insights, often micro insights, but are reapplied in terms of a macro lens. So thank you, by the way, for being. Oh, we never knew. We didn't know if it was going to work, but there you go. It did work. Thank you for helping with that. Vielen Dank, David. Jetzt würde ich gerne die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum und würde Sie bitten, kurz Ihren Namen zu sagen und möglichst auch mit einer Frage zu enden. Das erleichtert dann die Antwort. Wer möchte? Hier vorne bitte.
Ja, Welfen, das Europäische Institut, Universität Wuppertal. Also ich habe eine ganz andere Sichtweise, was die Volkswirtschaftslehre angeht. Ich würde mal daran erinnern, das ist auch eine Art von psychologischer Frage, dass jemand wie Raghuram Rajan, der war damals IWF-Chefvolkswirt, hat 3 Jahre vor der ganzen Krise in Jackson Hole einen Vortrag gehalten. Da steht eigentlich alles drin, die wesentlichen Punkte. Und die damaligen Notenbanker haben halt gesagt, hör mal, so einen skeptischen Quatsch wollen wir nicht hören. Ja, der Patrick Artus, ein französischer Volkswirt, hat richtigerweise 2006 mit einem Co-Autor geschrieben, ja, 25% Rate of Return on Equity, what a nonsense und wie gefährlich ist das? Ich meine, wir müssen uns doch mal fragen, haben wir nicht sozusagen ein psychologisches Problem im Sinne, wie funktioniert eigentlich Wirtschaftswissenschaft? Und ich bin da überhaupt nicht so optimistisch, wie Sie sind. Ich denke, die Rationalität in unserer Wissenschaft ist ganz harte Spezialisierung, ja, ganz enge Journal-Sachen und die größeren Zusammenhänge, die da bestehen, im Grunde genommen so gar nicht wahrnehmen. Und letzter Punkt. Ich glaube, dass wir in eine Zeit sozusagen zunehmender Probleme mit der ökonomischen Rationalität gehen. Guck sich mal das Internet an. Im Internet ist alles umsonst. Das ist sozusagen Sozialismus digital. Ich glaube, dass die Allokation von Ressourcen durch weniger Preise nicht besser wird. Wollten Sie noch eine Frage ergänzen? Sonst würde ich... meine Frage ist natürlich... Ich kann auch darauf antworten, ohne dass das eine Frage ist. Herr Weimann, bitte. Ja, ich glaube nicht, dass Sie jetzt wirklich was gesagt haben, was sich auch was bezog, was ich gesagt habe. Hatte ich ja nicht das Gefühl. Aber man muss ab und zu mal Dampf ablassen, das ist schon okay. Also meine Frage war doch ganz einfach, ob es nicht eine wichtige Psychologie der Ökonomik gibt. Ja, das ist doch ganz wichtig zu überlegen, wie funktioniert sozusagen das Transportieren ökonomischer Erkenntnisse. Da können Sie also den Herrn Rajan haben, der die Sachen alle genau sieht. Ja, und dann ist eben die große Community der Chefnotenbanker, die sagen, das wollen wir nicht hören. Ich meine, das ist doch ein Problem. Naja, dieses Problem haben Sie ja nicht nur bei der Finanzkrise und deren Prognose, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Ich bin als Umweltökonom unterwegs und seit 20 Jahren versuche ich, die Botschaft zu transportieren, wie eine rationale Klimapolitik aussieht. Das will auch keiner hören. Und also das ist ein allgegenwärtiges Problem. Aber ich glaube, dass dennoch richtig ist, wenn man sich schlicht und ergreifend die führenden Journale unserer Zunft anschaut, die Top-5-Journale, und wenn Sie sich anschauen, was für Themen dort adressiert werden, heute und vor 20 Jahren, dann hat es dort einfach eine unglaubliche Entwicklung gegeben. Das kann man nicht einfach ignorieren. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Fallstudien heute im MIA veröffentlicht werden oder auch in anderen guten Journals, die es früher nie da reingeschafft hätten, dann ist das schon ein Wandel, auch der Methodik und des Herangehens an die ganze Problematik. In einem Punkt gebe ich Ihnen natürlich recht. Was wir nie vergessen dürfen, was mir heute Morgen bei der Diskussion gefehlt hat, ist, dass natürlich immer Ökonomen sich um das ökonomische Problem kümmern sollen, nämlich um die effiziente Allokation von Ressourcen. Das ist unsere Kernaufgabe. Da müssen wir bei bleiben. Und alles andere, was wir an methodischen Innovationen auch in der Verhaltensökonomie haben, das müssen wir benutzen, um besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie können wir dieses grundlegende Allokationsproblem lösen. Ja, das muss natürlich immer betont werden. Wir dürfen uns nicht gewissermaßen entgrenzen. Ja, bei aller Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit, mit wem auch immer, wir müssen immer Ökonomen bleiben. Und wir müssen diese ökonomische Rationalität, nämlich die Frage oder das Bewusstsein dafür, dass es letztendlich am Ende des Tages immer um die Frage geht, wie verwenden wir knappe Ressourcen, für die es alternative Verwendungsmöglichkeiten gibt, am besten. Ja, darüber müssen wir uns, das müssen wir ganz klar machen, bei all dem, was wir hier an Innovationen diskutieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Weitere Fragen aus dem Publikum? So, das sehe ich. Ja, okay, der Herr da drüben. Ja. Mein Name ist Jochen Hörisch, ich bin Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni in Mannheim. Und meine Frage ist ganz einfach die,
ob Nudging nicht eine blatte Selbstverständlichkeit ist. Also man eigentlich nur darüber sprechen kann, welche Form von Nudging man macht. Ob nicht jede Kultur von sich aus schon Impulse religiöser, milieuhafter Art bringt, dass dieses oder jenes Verhalten normativ gesehen oder impulsiv gesehen vorzuziehen ist. Ich denke etwa auch an die klassische Studie, weiß gar nicht mehr, wer der Autor ist, Are Economists More Selfish Than Other People? Ist ja eine klassische Fragestellung, wo damals dann verglichen wurde, wie ist das mit Theologen, Germanisten, Geografen im Vergleich zu Leuten, die Wirtschaftswissenschaften studieren. Und man kriegt halt raus, Economists are more selfish than other people. Man kriegt aber nicht raus, ob die, weil sie egoistischer sind, Wirtschaftswissenschaften studieren oder weil sie egoistischer werden, weil sie Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Also ob das eine Voraussetzung oder ein Effekt ist. So oder so wäre es eine bestimmte Form von Nudging. Ja, ja. Vielleicht David, you first, yeah. Und dann Herr Weimann. Well, actually, I think we do know that a bit, which is that the longer you are studying economics, the more you show those tendencies. So it does suggest that you learn, it's rather than being selfish, I think economists would probably say you're more rational in terms of your utility maximizing. but you may wish to use a different word. But on your bigger point about other cultural differences, I mean, we were, as I've tried to stress, we tried to really adopt a kind of degree of humility about what would work and what wouldn't. I mean, psychologists, as you know, will say, there's a huge number of complex processes running in your brain, even the simplest estimate you're making, like how far away something is. So what will come to the fore is really uncertain. But the cultural differences, I think our conclusion is that a lot of these effects look very similar across society. So for example, the content of what is a social norm and generally considered acceptable will vary greatly across societies. And yet, across societies, we will see that we are influenced by what other people think, whatever that prevalent level will be. So I think we're still cautious about it, but we are more confident now that these patterns are seen recurrently across many kind of contexts. And for economists, it's great. As you say, it's very exciting because you can reincorporate into the models these more accurate assumptions. And our hope is that not we're going to throw away economics, but we'll make economics actually work rather better than it used to. Herr Weimann. An der Stelle muss ich David Harper widersprechen. Psychologen erzählen das gerne so. Ja. Oh, okay. Aber es ist, also wir haben selbst das experimentell untersucht in einer relativ großen Studie und wir haben festgestellt, dass es in der Tat ein Selektionseffekt ist und kein Ausbildungseffekt. Also bei uns kam heraus, dass die Erstsemester die schlimmsten waren. Ja. Okay. Und die allerschlimmsten, wir haben das in mehreren Städten gemacht und die allerschlimmsten, in Anführungszeichen, die allerrationalsten waren die Magdeburger Erstsemester. Ne? Also von daher sehe ich das etwas anders. Aber es gibt Psychologen, die haben das als erstes, Marvel und Ames nicht, die haben das als erstes, Economist Free Ride, Does Anyone Else, what the title of this paper. So, aber ja, also von daher, zu Ihrem ersten Punkt, gibt es das nicht schon immer? Ich bin ja etwas anderer Meinung als Sie. Ich glaube in der Tat, dass das Marketing und so etwas auch schon sehr viel mit Nudging zu tun hat. Natürlich, Lebensmittelländer, Händler nudgen schon ewig. Die haben schon ewig die Idee gehabt, dass sie die Sachen, die man dringend braucht, ganz hinten in den Laden packen. Ja? Dass man erstmal durch den Laden durchlaufen muss und dann wird man verführt, hier und dort doch noch eine Dose Kekse oder so etwas zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht und eigentlich auch nicht will, aber die sehen so lecker aus, deswegen nimmt man sie trotzdem mit. Ja? Und an der Kasse stehen natürlich die Süßigkeiten und so weiter. Das ist alles Nudging. Aber was mit Nudging eigentlich gemeint ist, ist, dass wir die, diese Anfälligkeit oder diese Einschränkungen der Rationalität, darauf läuft es ja letztendlich hinaus, von Menschen systematisch nutzen, um einen sanften Paternalismus zu realisieren. Das meint man eigentlich mit Nudging. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass wir das betonen. Dieser sanfte Paternalismus, der besteht eben darin, dass wir bei allen Maßnahmen, die ergriffen werden, die Entscheidungsfreiheit der Menschen nicht einschränken. Ja, also wenn wir den Default ändern, wie effektiv das ist, wurde ja auch eben gezeigt, das ist wirklich so, dann ist es aber immer noch so, dass ich die Möglichkeit habe. Ich muss nicht die Rentenversicherung abschließen. Ich muss nur einmal ein Telefongespräch führen und ich bin wieder raus. Die Entscheidungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Das ist das wirklich Entscheidende beim Nudging. Das ist so ein bisschen beim Lebensmittelhändler anders, weil es da so subversiv geschieht und so, dass ich es gar nicht mitkriege, dass ich ja eigentlich die Wahl habe. Und das ist meinen Willen dann doch überfordert. Aber hier wird wirklich sanft
sanfter Paternalismus betrieben oder soll betrieben werden, eben im Unterschied zu hartem Paternalismus. Wenn Sie an die Rentendiskussion jetzt denken, natürlich wäre es eine Idee, einfach die Riester-Rente staatlich vorzuschreiben, eine Zwangsrente einzuführen. Das wurde auch diskutiert, als man die Riester-Rente geschaffen hat. Das war damals politisch nicht durchsetzbar, heute ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber natürlich würde es das Problem lösen, sofort. Aber es wäre dann eben eine Zwangsmaßnahme. Und so mit einem Opt-out können wir ähnliche Effekte vielleicht erreichen, ohne diesen Zwang, diesen staatlichen Zwang ausüben zu können. Das sehe ich als großen Vorteil von Nudging. Herr Schwing, Frau Schnabel hat heute Morgen gesagt, dass die Politikberater über Dinge reden müssen, die sie wissenschaftlich vielleicht noch gar nicht verstanden haben. Ist das aus Sicht des Praktikers, nach dem, was wir jetzt auch gerade gehört haben, eigentlich so schlimm, wenn die Dinge doch zu funktionieren scheinen? Das wäre jetzt eine Antwort gewesen auf das, was Professor Weimann eben gesagt hat. Natürlich weiß man um viele Dinge, wie sie funktionieren, also gerade im Bereich der Verkaufsförderung und des Merchandising. Aber ich stelle mal in Frage, ob man weiß, warum es so funktioniert. In dieser Hinsicht ist uns, glaube ich, jetzt eine theoretische Grundlage geschaffen worden, die, das ist zumindest meine Hoffnung, das dann auch ein bisschen nachhaltiger implementiert. Ja? Weil immer dann, wenn du es mit neuen Leuten zu tun hast, die vielleicht davon nichts mitbekommen haben, ja, und denen da so ein bisschen das Training on the Job fehlt, da merkst du dann auch, dass die Zügel da schnell wieder aus der Hand gegeben werden. Also von daher begrüße ich es sehr, dass es so einen enormen, ja, quasi schon fast so ein bisschen populärwissenschaftlichen Sprung in den letzten 15 Jahren der Verhaltensforschung. Zumindest was das nach draußen dringen, also wirklich die Awareness, die Sie vorhin angesprochen hatten, angeht, was das angeht. Weitere Fragen aus dem Publikum. Die Dame in der Mitte, bitte. Ja, mein Name ist Christel Riedel, ich bin Juristin, also völlig fachfremd, aber Herr Professor Weimann hat mich jetzt inspiriert, und zwar sowohl durch den Beitrag zur Riester-Rente wie auch zu dem Stichwort nochmal knappe Ressourcen zu verwalten. Also sehen Sie mir bitte nach, meine Frage. Geld ist ja in Zeiten des Anlagennotstandes alles andere als eine knappe Ressource. Und da habe ich die Frage, welche Antwort hat die Ökonomie auf diese Überschüsse an Geld? Herr Weimann, das vielleicht soll ich weitergeben an Frau Schnabel, die weiß da wahrscheinlich deutlich kompetenter zu antworten, als ich das kann. Ich habe da keine Antwort drauf, ganz ehrlich. Wenn ich die hätte, ich wäre wahrscheinlich nicht hier, sondern irgendwo auf den Bahamas, denn dann hätte ich die perfekten Anlagemöglichkeiten entdeckt. Nein, aber es gibt zumindest doch durchaus ökonomische, verhaltensökonomische Ansätze, die versuchen zu verstehen, einigermaßen zu verstehen, bisher nur ex post, also nachdem alles passiert ist, was eigentlich passiert, wenn wir beispielsweise uns die Börse anschauen. Warum haben wir jetzt so eine große Verunsicherung an den Börsen, jetzt ganz aktuell? Ja, warum ist der DAX so gefallen? Warum sind die Börsen so in den Keller gegangen? Was ist der Grund dafür? Die Angst vor dem niedrigen Ölpreis, die politische Unsicherheit, was auch immer. Verhaltensökonomisch ist die plausibelste Erklärung die, dass sich viele sehr entscheidende Akteure an diesen Finanzmärkten mit so etwas zufrieden geben wie einer narrativen Heuristik. Ja, die narrative Heuristik bedeutet, dass man sich einfache Storys erzählt, die aber die Welt erklären. Und wenn ich mir erzähle, dass der niedrige Ölpreis verantwortlich ist für eine Verunsicherung, weil von dem gewisse Gefahren für die amerikanische Ölwirtschaft und die Ölstaaten ausgehen, da wiederum hängen die Banken drin und so weiter, dann muss ich nicht mehr, wenn mir das erklärt, warum die Börsenkurse im Moment fallen, dann kann ich daran glauben, dann kann ich auch andere davon überzeugen und dann fallen die Börsenkurse, weil alle daran glauben. Dann muss ich nicht mehr die Frage stellen, wie wirkt sich denn im Einzelnen jetzt ein fallender Ölpreis aus? Gibt es ja gegenläufige Effekte. Auf der einen Seite haben wir eben bessere Terms of Trade für einzelne Länder. Wir haben niedrige Energiekosten und so weiter. Das hat ja auch konjunkturelle Effekte. Also es gibt sehr viele widerstrebende oder gegenläufige Effekte. Die müsste man ausrechnen, um zu sagen, was ist denn jetzt der wirkliche Effekt des sinkenden Ölpreises. Das ist viel zu kompliziert. Das tun wir nicht. Wir lassen es bei dieser einfachen Geschichte. Und das führt dann dazu, dass so ein Herdenverhalten oder so etwas auftritt. Das ist so die verhaltensökonomische Interpretation dessen, was wir an Finanzmärkten beobachten, die vielleicht ziemlich weit weg ist von den Modellen, die wir üblicherweise benutzen, aber vielleicht doch eine Menge erklärt. Weitere Fragen? Der Herr in der Mitte.
Nils Austemore vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung im Büro Berlin. Ich muss mich entschuldigen, weil ich der Regieanweisung von Herrn Heimann folge, der mich ja gegen Ende des ersten Panels auf die Fragestellungsmöglichkeit im zweiten Panel verwiesen hat. Insofern schlage ich jetzt natürlich die Brücke zwischen den beiden Panels und ich wollte Herrn Weimann beispringen und da auch eine Frage dann anknüpfen, weil ich selber nach einer gewissen Zeit, wo ich als Journalist von außen auf die Disziplin geschaut habe, nach der Rückkehr in die Disziplin eben die gleiche Feststellung gemacht habe, zunehmend begeistert bin über die Breite, die Offenheit, die Differenziertheit und so weiter. Gleichzeitig aber konfrontiert bin, nicht nur mit dem Kopfschütteln von Herrn Welfen, sondern auch insbesondere mit Studenten, die das scheinbar, und das ist ja eine reale Wahrnehmung, die sie haben, im Studium überhaupt nicht oder wenig nur verspüren können. Und die Frage ist, oder ich glaube eine Herausforderung, die Disziplin hat, ist, wie kann man diese Vielgestaltigkeit am Ende quasi im Forschungsprozess auf den Lehrstühlen, in den Top-Journals, stärker auch am Anfang des Studiums schon vermitteln und kommunizieren. Ich glaube, da geht viel verloren, wenn man die ersten Jahre nur in Anführungsstrichen, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie in der Medizin, Frau Schnabel hat das angesprochen, man muss erstmal den gesunden Menschen lernen und 2 Jahre vom Physikum naturwissenschaftliche Grundlagen pauken und den gesunden Menschen lernen, also wenn man so will, die Neoklassik, bevor man irgendwann dann den kranken Menschen lernen kann und die Therapiemöglichkeiten. Und dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Ich glaube, ähnlich ist das auch in der VWL. Und viele erleben vielleicht diese zweite Phase gar nicht. Und als Anregung, die ich jetzt zumindest im Moment versuche umzusetzen, möchte ich gerne mitgeben, den Hinweis auf ein noch nicht besonders bekanntes Buch, Planetary Economics von Michael Grubb, Jean-Charles Urquhart und Carsten Neuhoff. Die das, was mich immer ein bisschen frustriert in diesen Foren, dieses Ringen um, wer hat das bessere Modell, die bessere Theorie, durch eine Nebeneinanderstellung dieser 3 Säulen, Verhaltensökonomik, Neoklassik und institutionelle Ökonomik, sehr elegant anhand verschiedenen Fristen, anhand verschiedener Risikokategorien, wie so ein intellektueller Setzbaukasten ausbreiten. Und ich glaube, das wäre sehr wertvoll, auch um diese Anregung, die Herr Haukapp angesprochen hat heute Morgen, von Danny Roderick, Herr Bachmann war es, glaube ich, dass die Disziplin stärker einen Situationalismus entwickeln muss, je nach Fragestellung, je nach Problem in den richtigen Bereich des intellektuellen Regals zu greifen. Ich glaube, da fehlt in der Vermittlung der Disziplin an den Hochschulen der Ausblick auf das große Ganze. Die Leute machen Mikro, machen Makro, machen Ökonometrie, vielleicht ein bisschen Finanzwissenschaft, ein bisschen Umweltökonomik, haben aber das Gefühl die ersten Jahre, das ist alles more of the same, es ist eigentlich alles Nutzenmaximierung, irgendwie Lagrange und so weiter. Und an wenigen Fakultäten kriegt man schon zu Beginn des Studiums die Chance, wirklich zu erblicken, wo es am Ende denn hinführen soll. Und ich glaube, da bleiben viele dann frustriert auf der Strecke. Und das ist, glaube ich, was, wo ja, Deutschland unter den schwierigeren Bedingungen kleiner Fakultäten trotzdem noch was leisten kann. Sie hatten eine Frage versprochen. Ja, an Herrn Weimann, wie er das einschätzt. Also ich bin das inzwischen schon gewohnt, dass ich mir die Fragen selbst konstruiere. Aber das geht in dem Fall ganz gut, weil ich kann Ihnen voll und ganz nur zustimmen. Also ich bin, wie es auch im ersten Panel schon gesagt wurde, durchaus der Meinung, dass wenn Sie etwas Eigenes tun wollen, wenn Sie kritisch sein wollen als Student, als ausgebildeter Ökonom, müssen Sie als erstes die Sprache lernen. Ja, wenn Sie Kritisches sagen wollen, ohne vorher die Sprache gelernt zu haben, dann kommt nur Ugga Ugga raus. Ja? Und genau das ist manchmal das, was ich so feststelle bei denen, die sich weigern, die Sprache erstmal zu lernen, weil ihnen das viel zu viel Mathematik ist und viel zu kompliziert und alles ja weltfremd und das beschreibt ja nicht die Realität und so weiter. Da kommt dann viel Ugga-Ugga zustande. Ich mache eine andere Erfahrung. Ich lehre in Magdeburg sowohl Spieltheorie, und zwar im Bachelor, ein Fach, in dem wir von vornherein von Hyperrationalität ausgehen. Ja, anders geht das nicht. Das ist angewandte Mathematik. Und ich lehre Verhaltensökonomik. Und das sind größtenteils die gleichen Studenten, die da sitzen. Und in der Verhaltensökonomik erzähle ich Ihnen, dass das, was wir in der Spieltheorie gemacht haben, alles Quatsch ist. Jetzt übertreibe. Ja, weil eben diese Annahme der Nichtrationalität nicht empirisch valide ist. Aber weil sie beides kennen und weil sie auch mikroökonomisch ausgebildet wurden, können die das, was wir dann in der Verhaltensökonomie machen, viel besser verarbeiten, kommen damit viel besser klar, entwickeln auch ein viel tieferes Verständnis, als wenn man sie gleich gewissermaßen zu den Psychologen geschickt hätte und hätte von dort und sie dort wieder abgeholt hätte. Also ich denke, man braucht in der Tat eine breitere Basis der Lehre. Und man muss wirklich versuchen, diese Pluralität in der Methoden und der Zugänge auch wirklich in die
Ausbildung zu bringen, auch schon in die Bachelor-Ausbildung, aber natürlich dann im Master. Dann verschwinden auch diese Effekte, dass es tatsächlich vielleicht auch Leute gibt, die im Laufe des Studiums immer rationaler werden. Dann ist das ohnehin kein Thema mehr. Also ich bin da völlig Ihrer Meinung. Nur, und da muss man nochmal an das erinnern, was Justus Hockup gesagt hat, wie wollen Sie das machen, wenn Sie 5 Volkswirte haben? Ja, ist es in Magdeburg? Ja, da haben wir 5. Ja. Und da können Sie auch nur einen Bruchteil abbilden und können nur die Kernfächer im Grunde genommen unterrichten. Wir müssten wirklich grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir die ökonomische Ausbildung in unserem Land organisieren. Damit meine ich nicht nur, was genau an den Universitäten passiert. Wir müssen auch darüber nachdenken, was an den Schulen passiert. Wir müssten darüber nachdenken, wie wichtig ist eigentlich die Ausstattung eines Economics Departments an einer deutschen Universität, gesellschaftlich, wie wichtig ist das? Und vielleicht ist die Idee, mehr Professoren, weniger Mitarbeiter, wirklich das, was wir brauchen. Was machen Sie denn mit den Studenten, die vorzeitig das Studium schmeißen und insofern die verhaltensforscherischen Ergüsse nicht mehr mitbekommen? Und die werden dann mit dem Halbwissen auf die Wirtschaft zugelassen? Nein, die gehen zu den Soziologen. Entschuldigung, das war kein Witz, das ist eine Beschreibung dessen, was passiert. Es gab noch eine Nachfrage von dem Herrn da drüben, jetzt wollte ich aber noch mal hören, gibt es noch andere Fragen? Hier ist noch jemand, der noch nichts gefragt hat, bitte, in der Mitte. Also ich hatte schon mal gefragt, aber fühle mich jetzt persönlich leicht angegriffen, weil ich finde, dass über die Studentenbewegung gerade sehr derogatory gesprochen wird. Also ich glaube nicht, dass Uga Uga oder dass man nach der VWL zu den Soziologen geht, irgendwie ein interdisziplinäres Verständnis ausdrückt, das halbwegs andere Wissenschaften ernst nimmt. Weil zum Beispiel, ein Beispiel wäre, Sie haben jetzt gesagt, man sollte erst mal die Sprache lernen der Ökonomie. Und dann darf man kritisieren, im Soziologiestudium scheinen die Leute sehr viel cleverer zu sein. Die lernen in der allerersten Vorlesung 7 verschiedene Sprachen und können, oder 10 oder was auch immer, nämlich alle verschiedenen theoretischen Konzeptwelten, die gelehrt werden, und können sie auch ohne Probleme und ohne, dass sie danach nie wieder sprechen können, miteinander zum Ausklang bringen. Also ich wollte hier nochmal ein Plädoyer machen, dass man nicht so selbstgerecht darüber spricht, wie lange man braucht, um die ökonomische Sprache zu lernen. Okay, vielen Dank. So, jetzt zum Abschluss die eine Nachfrage und dann müssen wir leider zum Ende kommen. Danke. Ich hatte mich ja schon als Philologe geoutet und mache mir damit selbst Mut zu einer Frage, die wahrscheinlich bei 95% einfach nur Kopfschütteln hervorrufen wird. Aber dem Philologen fällt natürlich auf, dass die Grundbegrifflichkeit von BWL und VWL eine zutiefst religiöse ist. Kredit, Schuldner, Gläubiger. Ein Erlös erzielen. Es ist eine Wertschöpfungskette. Die Zentralbanker machen Fiat-Money, nicht? Und haben wahrscheinlich vergessen, dass der liebe Gott Fiat-Lux gesagt hat. Und dann wurde Licht. Also man schafft Geld, eine Messe, ein Offenbarungseid oder sowas. Nennen Sie mir einen Begriff aus der Ökonomie, der nicht religiös vollgesaugt ist. Deshalb finde ich als Philologe ist auch sehr bemerkenswert und wirklich kein vergiftetes Kompliment. Großartig, dass die Wirtschaftswissenschaften ja in der Regel als VWL, BWL, also als Lehre, sich selbst bezeichnen. Es ist eine Lehre und keine Wissenschaft. Die Alternative wäre ja zu sagen, eine Wirtschaftswissenschaft. Wenn es eine Lehre ist, BWL, VWL, dann ist es eine Doktrin. Dann kann man Irrlehren haben, die bekämpft man dann. Man ist Chicago Boy of Economics und dann bekämpft man die andere Glaubensfraktion, die Keynesianer und. Also ich habe eigentlich kein zweites Fach gesehen, das auch intern so stark konfessionell aufgestellt ist, wie die sogenannten Wirtschaftswissenschaften. Es sind Lehren, das wollte ich immer schon sagen, die sich gegenseitig zum Vorwurf machen, die anderen vertreten die Irrlehren. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Herr Bachmann, ich gebe Ihnen noch kurz die Möglichkeit zur Widerrede, aber wirklich sehr kurz, weil wir den Zeitplan einhalten. Das kann man einfach so nicht stehen lassen. Gut. Außerdem müssen Sie das Phänomen der Reverse Causality beachten. Wer weiß, ob wirklich die Wirtschaftswissenschaft sich bei der Religion bedient hat oder umgedreht. Also von daher.
Meine Herren, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen das Zwiegespräch dann später fortsetzen. Ich bedanke mich bei dem Panel. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Anregungen gehört. Vielen Dank. Das war ein exzellenter Austausch von Ideen. Ich möchte schließen und nochmal erinnern, dass gerade in Deutschland die Verhaltensökonomie doch eine lange Tradition hat, denn Ludwig Erhard, alle wissen das, hat schon gesagt, 50 Jahre der Wirtschafts- und Psychologie. Wenn das, worüber wir jetzt geredet haben, nämlich diese 50% Psychologie helfen, auch die anderen 50% der Wirtschaft besser aussehen zu lassen, dann hat das seinen Zweck erfüllt. Vielen Dank dafür. Ich übergebe jetzt an Arte Kreuz von der Bertelsmann Stiftung, der sich im nächsten Panel mit den Trickle-Down Economics befassen wird. Vielen Dank.